In unserem Terminplan stand ein Spiel drin, das hieß Ass Unit. Da habe ich mich mal sehr drauf gefreut. Aber dann erst gemerkt, dass ich die Excel-Tabelle nicht richtig eingestellt hatte und dass es Assassin's Creed Unity heißt. Was? Das ist nicht Ass Unit? Das ist leider nicht Ass Unit. Komm, wir gucken es uns trotzdem an. Ja, es war jetzt leider doch nicht Ass-Unit, aber es waren doch vier Männer gleichzeitig irgendwie zu Gange miteinander. Ne, bei uns waren es eben nur zwei. Haben es Koop gespielt und was sagst du? Ich fand es tatsächlich gut. Also es ist sehr viel schöner, das hat man aber ja schon in den Trailern gesehen. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es sich ganz anders steuert. Also selbst das Wände hochklettern, das ist jetzt nochmal deutlich dynamischer. Also man ist relativ schnell oben, der macht jetzt, also der flippt da einmal hoch und dann ist er schon oben auf dem Dach. Aber die Kämpfe sind sehr viel anstrengender und ich fand auch generell so dieses Feeling, wenn du an so eine Kante rangehst, normalerweise hat er sich dann einfach runtergehangen. Jetzt musst du dafür eine Taste drücken. Also ich habe irgendwie das Gefühl, sie haben überall nochmal so ein Element reingemacht. Warum sie das verkomplizieren, das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, was heißt, wo ich es komplizierter, aber besser finde, ist eben auch beim Skilltree und beim ganzen Equipment. Da kann man also endlos viele, ich glaube 200 Sachen, hat er gesagt, könnte man sich da irgendwie anziehen, umziehen und so weiter. Und die sehen auch alle sehr unterschiedlich aus. Und du kannst dann eben auch sagen, ich möchte jetzt nicht nur rumschleichen, sondern ich ziehe mir Plattenrüstung an und nehme eine Axt mit. Also es gibt tatsächlich Äxte und Lanzen und so. Ja. Und das finde ich ganz witzig. Ich glaube, es gibt auch, du kannst dir auch Battlefield-Klamottage anziehen und dann, oder einen Panzer dann. Und dann fährst du dann da so durch Paris damit. Weißt du, ich hatte das schon kommen sehen. Ich habe mir schon gedacht, warum guckt der so blöd? Nein, jetzt kommt der gleich mit irgendeinem doofen Witz. Naja, aber so sind wir halt. Genau, wir müssen ja auch, so. Wenn Erik und Walle für den Kanal die dummen Witze machen, müssen wir ja ein bisschen dementsprechend. Ja, irgendwo muss es ja herkommen. Genau. Falls euch das noch nicht gereicht hat an dummen Sprüchen, hier drüben andere Videos. Vielleicht ist da ja Ass-Unit dabei. Guckt mal einfach mal drauf, vielleicht ist es Ass-Unit. Vielleicht finden wir es noch. Das würde mich sehr freuen. Ja. Ach, das wäre schön. Tschüss. Das wär schön.